Muss meine 27 Millionen loswerden. Viel zu viel. Erst bist du nicht rangekommen an die Millionen, jetzt. Jetzt habe ich zu viel. Ich hab zu viel. Wenn Nicht man so weit schlecht. ist und das sagen muss, dann. Und der Türke hat wieder einen Rückwärtsgang drin. Hundertsechs. Und der zwei dazugekommen. Oh. Hey Max, grüß dich! Trainingstag, grüß dich! So, ich muss mal gucken, wo ich stehe. In den Bergen? Ich glaube ich nicht. Dann bist du wie mit Sicherheit in Polen. Ja. Gut, ich komm. Oh, ein Bremse rein. lass doch hoch in den Community durchgehen. Warte, ich schieb dich hoch. Ach so. Geht doch schnell. You were moved. Wo bin ich denn? In Lotz bin ich. Hey, Luca schreibt, Dreh gesagt. Ja, ich bin jetzt raus aus der Winterpause. Aus der Innenverkleidung habe ich noch ein paar Eiszapfen liegen. Hast du rausgefunden, woran das liegt? Jein. Also ich habe LS komplett runtergeschmissen und What nochmal are you neu doing with your installiert. journal? Aber bei Da. mir fehlt bei LS die Spaltoption, wo ich einstellen kann. Die ist bei mir weg. Redizock, grüß dich. Thomas, fehlen noch 45 Abos, dann habe ich 100. Ja, kommt Zeit. Ja, ich bin aus der Winterpause wieder raus. Jetzt beginne ich wieder zu streamen. Ja, wie gesagt, ich stehe in Lotz. Wo hast du Jo, deine bin auch da. Werkstatt? Wo bist du? Bin jetzt gerade hier bei der Firma, aber ich komme jetzt zur Werkstatt. Ach, du hast den Lotz in links? Ja. Ach so. Es gibt eine geile Tour nach Frankreich. Borsti, grüß dich. Na, wie geht's? Jo. Du bist bei der Werkstatt, gell? Ja. Gut, ich komme. Heute wieder 3 und ein Minus. Ja, das ist immer so. Hin, hoch und runter. Thomas. Ja. Was denn? Oh, meine Tasse hat gerade geklemmt. Tränke Lotz nach Frankreich. 94.000 Tacken. Oh, das ist auch eine schöne Tour. Ach, Torsti, ich fahr ganz vorsichtig. Ich hatte zwar schon mehrmals einen Totalschaden, aber das wird heute nicht passieren. So, mal gucken. Ich hätte eigentlich mal Lust runter nach Italien. Italien gibt es auch eine Tour. Prinzessin hat mich abonniert. Ah, Herr Dorn, grüß dich. Buddy joined your channel. Hallöchen. Ah, Paddy! Penny.
Grüß dich. Ja, ich bringe noch einen mit. Wir kommen mit. Wartet auf uns. Jo, machen wir. User was moved to your channel. Ich wollte gerade sagen, ich komme oben nicht rein. Hallo. Hallo. Ah, lang nicht mehr gehört. Hey, ne? Aber wieder noch da. So. Steht mit mir. Den Mars bestimmen wir. Wir sind in Lotz. In Lotz. Boing. Habt ihr schon Auftrag angenommen irgendwie? Nee, ich hab gerade wieder rausgenommen. Rainer, grüß dich. Ich guck nur mal so. Welchen Ego seid ihr? Schon drei, ne? Jo. Ja. Oh nee, scheiße. Und fast nicht ganz schön, Alter, wie du das. Ich hab einen Scania S. Scania S. Nein, Scania. Der Leitplanke. Aha, Thorsten, zumindest eigentlich für Vorsicht war. Dauert so einen Augenblick, warte. Easy, also heute fahre ich vorsichtig, weil heute ist nämlich kein Yves oder Enrique dabei, also. Heute sollte ich eigentlich nicht so viele Prozente kriegen. Marcel, grüß dich. Torsti, du spielst auch ETS? Ich wollte ja jetzt eigentlich mal gucken, was es für Aufträge gibt. Oh, da war ein paar gute drin. Frankreich, Schweden. Bergen. Ja, Tom, ist er. Was kostet F1? Dresdorf, das ist jetzt die Frage, meinst du 2017 oder 2018? Auf welchem Server seid ihr? EU3. EU3. M-Lotz. Lötz. Mir geht's gut. Und ja, wir reden über TS. Ich glaube, ich hab dich doch gar nicht. Willst du zum Polspieler? Mhm. Ja. Und wie geht's dir so heute gut? Ja. Schon wenig Zeit, sagen wir. Ja, ne? Also auch nicht, wo das bleibt. Das fliegt immer so schnell alles. Oh. Ja, Thomas, dann halt es fest und fliegt's auch nicht weg. Ja, versuche ich, aber klappt nicht. Dann bind es am besten fest. Festtackern. Genau. Also Formel 1 2018 für die PS4 kostet 70 Euro. Da geht der Teig aber ohne Hilfe. Ja. Und Formel 1 2017 kostet 50 Euro für die Session. PC auch. Wo ihr steht, habe ich nicht. Wir stehen in der Werkstatt. Ihr steht in Lutz, ne? Die ja. Stadt habe ich nicht. Was ist jetzt hier? Hat es noch? Vielleicht eine Stadt in der Nähe? Okay, dann weiß ich ja Bescheid. Also, genau. Was musst du dir kaufen, Marcel? So, ich bin jetzt in Lotz. Aber ich normalerweise bei der hast du doch alle Stöte, oder? Bei dir? Nein, ich fahre mit anderen. Mit anderen Software.
Chris fährt nach Amerika, Truck. Da steht ETF, ATF. Hey. Hä? Ja? Ja. Wer spielt ATS? Chris. Gut, dann bin ich jetzt auch unterwegs. Ich habe 175 Kilometer von mir. Ja, wir warten. Jupp, wir hauen schon nicht ab. Hatte ich zumindest nicht vor. Achso, dann kann ich ja nochmal schnell rauffahren. Ob ich das Ding da wegkriege jetzt mal. Das stimmt ja. War ja was. Ausrüstung. Marcel, was musst du dir denn kaufen? ETS oder TS? Also TS ist kostenlos. Auf dem PC zumindest. Auf dem Handy bezahlst du, glaube ich. Da ist denn da irgendwas? Ein Euro oder so? Schwarzmüller Trailerpark habe ich ja doch. Hm? Schwarzmüller Trailerpark habe ich. Okay. Ja, dann müsstest du normalerweise so eine Tasse und so eine Cabby haben. Thomas, bist du das jetzt hier mit dem Scania? Ja. Alles klar. Das bin ich. Zockerkind bin ich. Ne? Zocker, alles klar. So, hab ich weg. Nein. DAF könnte ich eigentlich auch mal wieder fahren. Ne? Wenn ich so dein DAF sehe, also DAF könnte ich eigentlich auch mal wieder fahren. So. Hä? Oh. Weg damit. So. Jo, Dresi, schlaf gut. Ey, wieso kommt das immer wieder? Das kann doch nicht wahr sein. Bei dir ist wirklich irgendwie der Wurm drin, kann das sein? Wieso, was kommt denn immer wieder? Oh, warte mal. Ich denke, jetzt sind sie weg. Ich muss dafür bezahlen, dass sie weggehen. Okay. Oh, mein Motor war ja noch an. Kurz eine Runde fahren, sonst wäre ich. Ich hab Dings an Antifil. Kann man das einstellen? Das ist so ein Teil. Ich weiß nicht, wie man das gehen kann. Bin ich schon irgendwie raus. Thomas, bist du jetzt in deinem Männer? Ja. Detox auch, gute Nacht, schlaf gut! Torsti, spielst du auch ETS? Oh, warum wird die immer rot? Weil sie nicht fahren. Danke fürs nette Kompliment.
Priester. Oh. Ich wollte eigentlich mal Kennzeichen nach einem Land. Also Thorsti, wenn du Lust hast, kannst du eigentlich sehr gerne mitfahren. Dann haben wir jetzt auch nichts dagegen. Nö, alles gut. Nur ein Vorschlag. Thomas. Nur wenn du Lust hast. Was denn? Ja, guck mal meine Frontblitzer vorne. Was meinst du? Guck dir mal meine schönen Frontblitzer vorne an. Die sieht er nicht, weil er das glaube ich nicht hat. Echt nicht? Normalerweise muss er ja trotzdem das sehen. Doch, die Front blenden sich. Die Front blenden sich, ne? Ja. Ja. Ready. So. Warten noch die anderen nicht, oder? Hier kommt noch einer? Weiß ich nicht, ob jetzt noch einer kommt, Lukas. Ich warte nur, ob Thorsti noch was reinschreibt. Ja oder nee? Oh, hier, Frankreich. Aber bin ich bei MP angemeldet. Ach so, okay, das hat sich erledigt. Thorsti, das musst du aber unbedingt mal machen. Ja. Gut, dann gucke ich jetzt mal nach. Oh, lange oder mal. Lange oder kurze Ton? Weiß ich nicht. Kann ruhig lange sein. Extern oder normal? Externe. Extern, ja. Lutz, na, do, Getränke. Ja, hab ich. Gleich der erste oben. Oder ja. Aus, ja. Ja, gleich 2000. 2178. Ja, annehmen oder was? Da war ich noch gar nicht, ja, nimm mir an. Gut, hab ich. Hab ich auch. Oh. Verrate ich euch nicht, ob ich angenommen habe oder nicht. Klar. Oder du fährst Rosenfleisch. Ach, Wort aus. Ich fahre nicht vor. An der Ampel stehen bleiben, ne? Jo. Hetz mich nicht. Hetz mich. Ein Spoiler. Da mal in die Feste machen. Das sag ich doch, ja. Andübel. Meine Rutsche nehme ich auch mal weg. Hast du das eigentlich schon gemacht? Nee. Oh. Na, wer fährt mir dazwischen? Das glaube ich, war ich aus Versehen. Du bist mein Anhänger. Mal gucken, wo ist denn meiner überhaupt? Auch ganz da drüben. Da auf meiner. Oh, jetzt bin ich dazwischen gefahren. Ich sehe mich gar nicht. Flotten Dreier, Halleluja. Natürlich. Und ich darf nicht mitmachen. Was soll ich denn dann noch machen? Arbeiten, Alice.
PS4, LSPC und ETS. Das war ja nur ein Vorschlag. Also. Wartet mal, ich muss mein Pedal irgendwie festmachen. Das geht mir auf den Sack, das ist nur ein Tabrutscher. Meine rutscht nicht. Immer mal Platz. Meine auch nicht. Wäre eben nur cool gewesen, wenn du mitgefahren wärst. Aber sonst ist alles gut. Aber fährt dann da schon raus? Ich mach Platz. Ich warte hier. Das ist gut, ich hab Warnblinker. Gut. Na, jetzt musst du noch ein Stück vorfahren. Jetzt ist der Dings auch raus, der Lukas. Jetzt stehe ich mitten auf der Gasse. Naja, mitten auf der Kreuzung. Ah, oh, Platz. Jetzt ist frei. Jo. Kommt der Patty schon? Wolltest du jetzt auch noch gucken, wie deine Pedale? Die Pedale? Der Thomas. Nee. Nee? Da krieg ich schon hin, so. Können wir, wa? Wir können. Können wir? Na dann. Na dann hau rein. Da haben wir es eh rot. Ah, jetzt weiß ich. Blinker habe ich noch nie eingestellt. Na, kommt der Paddy nicht den Berg hoch? So, ich habe an der Tastatur nochmal was gemacht. Also, wir stellen uns erinnern, kann bestimmt nochmal irgendwo, ne? Nach ein paar Kilometern auf dem Rast. Boah. Ich bin noch über Gelb gefahren. Oh, steht der Verrückte noch vor mir. Wo musst du stehen? An der Ampel. Gut. Also mal 40 fahren. Langsam vortuckern so. Sascha, grüß dich. Oh, das passt doch perfekt. Jetzt ist die Ampel auch noch grün geworden. Ja, da, bei uns vorne auch. Das ist rot gewesen. Ja, wir müssen links rüber, glaube ich, ne? Guck bei mir in den Stream, die war grün. Ich hab's schnell grün angemalt. Wird rot. Ja. Ach, Sascha, mir geht's ganz gut, außer ein bisschen Schlafmangel, aber sonst. Schlafmangel. Oh, fuck, abgewürgt. Einmal mit Profis arbeiten. Ey, halt Abstand von mir. Alles gut, ich habe die Situation schon wieder meisterhaft geregelt. Schön, das habe ich abgesaufen lassen. Oh. Schon wieder. Scheißdreck. Das war der Motorknopf. Nicht für die Handbremse. So, ich wundere mich, dass schon eine Hälfte der mir Lichthupe macht, weißt du? Das ist Paddy. Ich hasse den Berg. Also wir müssen schleichen jetzt. Sascha, du bist zu leise. Warte, dann mach ich mich gleich lauter. Ey, du Rotfahrer. Ich bin eingeloggt. Die war nicht rot. Na klar war es rot, hab ich genau gesehen. Pizzan, grüß dich. Herzlich willkommen bei mir im Stream. Boah, entgegen eine Spur fährt er, du. Thomas, sag mal, ist deine Brille nicht auf? Doch. Aber jetzt müssen wir links. Nee, ich hab gerade im Stream geguckt. Achso. Es war immer ganz schnell von der Spur weg. Alles gut. Schaut's mit euch beiden aus hinten? Kommt ihr klar? Jo. Ich meine Lukas. Sascha, grüß dich! Meine Karre läuft wieder. Paddy hupt hinter mir. Paddy, gleich mache ich den Motor aus.
fahren auch ein bisschen langsam, ne? Bis die alle rankommen. Na, wir sind direkt hinter euch. Alles gut. Achso, okay. Da kommt so eine Mautstation. Ja, da fahre ich dann mal ganz kurz rechts ran und mache mich mal ein bisschen laut. Ja, die Schranken sind hart. Ja, die war. OBS bei dir einstellen? Oh, ja, das ist immer so eine Sache. Ja, können wir mal gucken. So, also jetzt müsste es eigentlich passen. Ich habe eben das Falsche lauter gemacht. Das Komische bei mir ist, OBS läuft bei mir jetzt nur noch über 32 Bit. 64 läuft nicht mehr. Stimmt, das hast du mir schon mal erzählt. Das ist jetzt 90, Thomas, ja. Was machst du? Ich sag, fährst du 90, ja. Ja. Okay. Schneller geht's noch nicht. Warte mal. Muss noch einer tanken dann nachher? Bei der zweiten Tankstelle nachher. Jo. Also ich bin auch noch halb voll. Also auch die zweite Reihe müsste auch reichen. Jo, Hälfte habe ich auch noch. Ja, ich auch. Wie lange ist das her, dass wir alle viermal gefahren sind? Wie bitte? Oh, eine Ewigkeit. Ja. Richtig ewig. Da war noch Winter. Ja. Da habe ich auch noch in Pampo gewohnt. Habe ich schon umgezogen. Schon, wo ich Internet habe. Aber ich spiele jetzt gerade auch wieder mit dem Hotspot. Ja, das steht mir noch bevor, der Umzug. Ja, ich hab's jetzt. Also ich bin hier nach Reckendorf gezogen, wo Paddy gewohnt hat. Ah. Und Paddy ist weggezogen, dafür ist so. Aber naja, alles gut. Macht mal ein bisschen langsamer, dass wir wieder aufholen können. Okay. Ich fahre da eben gleich an der Tanke dran. Ach so, okay. Wer ist Kevin... die Tanke? Ja, jetzt müsste noch eine kommen. Ja, gut. Kevin Braun, schnell... grüß dich. Dann gehe ich noch eine rauchen. Dauert nicht lange, sind wir stopft. Ja. Okay, aber Tankstelle rauf hier, ja? Ja, genau. Alles klar. Danach dein Vollgas. Moment, Sascha, lese ich gleich. Hallo. Hast du mal Zeit? Ich habe morgen früh Zeit. Nee, morgen früh bin ich schon weg. Ich komme erst abends wieder. Ich fahre morgen zur Nordsee hoch. Zum Hof. Morgen? Warum nicht nächste Woche? Warum bin ich auch an der Nordsee? Ja, aber morgen noch einen Termin haben. Kevin, also ich spiele mit Lenkrad. Der Paddy
Ich bin auch mit Len gerade, geh das G27. Ich hab das G29, Thomas spielt auch mit dem Lenkrad. Ja. Auch das G29 wie ich. Und bei der Andreas, der spielt mit das Logitech Driving GT Force. Also wir fahren alle mit Lenkrädern. So, bin ich jetzt mal schnell das Ding aus? Ja, eine rauchen. Ja. Was mit Freitag? Oh, keine Ahnung. Freitag früh bin ich einfach beim Arzt. Im Moment ist es echt schlimm mit der Zeit. Wir müssen am Freitag Heu holen und mal gucken. Ich schreibe dir dann, wenn ich sehe, dass ich irgendwie eine Stunde Zeit habe. So. Wo ist Lukas? Ach, da, kommt da. Wenn wir jetzt einfach hier mitten in den Weg. So. Ich hab meinen eigenen Parkplatz. Hab ich mir mal schnell erfunden. So, wenn kann noch einer in der Mitte durchfahren. So, hast du noch? Richtig. Also mein Nightbot, der meldet sich heute irgendwie nicht. Ich komme auch im TS Freitag. Oh, Peach, ist das gut jetzt. Wer? Die Katze, die ist raus. Weiber. Mach das, was deine Tochter auch macht, die pennt. Ich mach die Mutter erstmal aus. Du bist doch der Einzige, der noch hat. Ach so. Ja, okay. Immer. Ich stech raus. Einer muss ja auffallen. Ja. Ups. Ich hätte mal Bock, so einen alten Büssing oder sowas zu fahren, ey. Oder Borchwart. So müsste als Mod geben. Waren wir wieder alle nur auf Paddy. Jo. Hier mal. Ach, Paddy ist doch da. Echt? Von mir da, ja. Oh.
Black Dragon, der will. Moin, grüß dich. Geh noch eine mit. Du kannst gerne raufkommen. Wir sind gerade. Muss abbremsen. Was denn? Ich muss auch gerade bremsen. Thomas, du hast mir wieder alles auf. Hast du jetzt noch einen Fahrer, der mit möchte, Thomas? EU3 sind wir und sind gerade auf dem Weg nach Frankreich, glaube ich, ne? Wir müssen mal gucken, was der die nächste Stadt jetzt hier ist vor uns. Also in der nächsten Stadt jetzt hier. Poznan ist die nächste Stadt, da wo wir jetzt gleich vorbeifahren. Ja. Sollte, glaube ich, ein bisschen mehr Abstand halten. Warum? Ja, das ist einfach nur sicherheitshalber. Falls jemand anfangen sollte zu lecken, ich habe keinen Bock, um Anhänger zu kleben. Also, ich habe 45 AMS. Ich habe 30. Ich habe 23. 36. 21. Thomas hat. Nee, jetzt hat er keinen Bock mehr. Doch, 23. Ja, schwankt so ein bisschen. Also, Thomas hat. Ja, bei mir auch so. Sag Bescheid, ne? Wo du dann raufkommst. Also EU3 und wir fahren jetzt Richtung Poznan. Genau, wir sind jetzt ein paar Kilometer vor Poznan. Und die Strecke geht, glaube ich, durch Deutschland und Luxemburg, meine ich, ne? Jo, Rostock. Ach ne, Berlin, glaube ich, ne? Du Paddy, du bist ganz schön anstrengend. So muss das sein. Irgendwann habe ich dir dein Horn da oben abbaut. Na komm du erstmal her. Bautstelle. Baut voraus. Und diesmal muss ich bremsen. Ja, ich sollte auch schon mal ein bisschen früher abbremsen. Oh, wird knapp. Aber ich stehe vor der Schranke. Kannst du auch im TS kommen? Ich schreibe dir die Nummer rein. Penny, hast du die Schranke gerade bekommen? Nein, ich habe mich gerade berührt. Ja, gut, Bescheid sagen, dann schreibe ich dir die Nummer rein und kannst auch im TS kommen. Dave X, keine Lust auf Nachrichten. Keine Ahnung. Aber grüß dich erstmal. Komm, mach die Schranke jetzt auf. Ach, die ist schon auf. Die ist schon wieder zu. Die ist schon wieder zugegangen. Komm mal zahlen. Nee. Das gibt's hier nicht. Ich glaube, wir müssen langsamer fahren. Lukas kommt nicht hinterher, du. Doch. Paddy ist direkt vor mir. Ja? Jo. Bloß weg hier. Das merke ich mir, mein Freund. Das merke ich mir. Pass auf, Lukas. Ich erinnere dich noch auf der Stettbach, ne? Schreib es dir doch einfach auf. Im Endeffekt vergisst du es doch wieder. Nein, tue ich nicht. Gut, ich frag dich nachher irgendwann mal nach Hause. Ja, gut. Alter, wie viele Mautstellen haben die hier in Polen, ey? Ja, das ist die einzige Strecke, wo jetzt 4 oder 5 Mautstellen sind. Wir hätten mal lieber außenrum fahren sollen. Wow. Oh. Alles klar. Das hat man gehört, dass du angedockt hast. Echt? Du hast das gehört, das Bub? Ja, das hat man gehört. Ja. Naja.
Na, kommt der Dach wohl den Berg nicht hoch? Lukas, ärgerst du uns etwa, weil wir Dach fahren? Nein. Wir mussten Patty heute ein bisschen ärgern. Ach so, naja. Ja, komm mal vor, mein Freund. Kannst weitermachen. Gut. Ich darf dich über Rette überholen. Ja, am Ende ist noch nicht raus, ne? Aber ich habe noch nichts gehört. Ey, sag mal. Patty lass ich nicht durch. So, Thomas. Ja? Wie schnell fährst du? 90. Aha, ich sehe dich schon nicht mehr. Ich bin schon runter vom Gas. 70. Also wenn du 80 bist, kannst du auf 80 bleiben, so. Jetzt steht er plötzlich mitten auf der Gasse. Ja. Kannst Gas geben. Mach ich. Ja, warte, ich halte gleich auf dem Rastplatz an und schreibe dir die Nummer rein. Die S-Nummer. Warum? Jetzt kommt kein Rastplatz, ey. Warum? Muss einer gezogen werden? Nee, ich muss mal die TS-Nummer reinschreiben. Also. Ja, suchen, ich muss gleich zurückgehen. Ich mach's nur wie du eben. Ich glaube, ich habe meine Seitenkonsole kaputt gemacht. Dieser eine Knopf, der klemmt immer. Bei mir geht der Joystick nicht mehr richtig. Also hier, wenn ich Zange oder sowas aufmachen will, ne? Zum Drehen. Jetzt kommt nochmal out. Jo. Ganz einmal anhalten, da will die TS-Daten. Ich fahr durch, fahr dann rechts ran. Ja, ja. Bremse, Bremse. Bremsen, Bremsen, Batsch. Also hier passen LKWs auf, 4 Stück. 5, 6. So, TS nochmal. Gut. Hey Caro, grüß dich. Du, das ist die TS-Nummer. Na, ja, was ist so, denn? Warte mal, jetzt guck ich mal schnell hier. Wir sind jetzt kurz vor Berlin.
Also wenn dein Kumpel da jetzt zustoßen möchte. Gehört? Ja. Ja, habe ich gehört. Hm? Ja. Gut. So, Nummer habe ich drin. Wenn du da mit MTS bist, dann ziehen wir dich hoch. Oder Lukas zumindest. Oder Paddy. Oder Paddy. Wollen wir weiter oder willst du warten? Ja, wir können bis Berlin ran, ne? Ich glaube, wir müssen erwarten, noch wegen unserem Ziehen, oder? Wie weit ist denn das von der Berlin? Nicht mehr weit. Nicht mehr weit? Dave, wie viele fahren mit? Also bis jetzt sind wir zu viert, aber gleich kommt noch einer dazu, dann sind wir zu fünft. Also bis Berlin war nicht mehr weit. Funk habe ich gar nicht an. Funk habe ich aus. Also, Berlin ungefähr vielleicht 80 Kilometer. Also ich habe auch Funk an. Ich habe auch. Auf Kanal 3 sind wir. Kanal 3, okay. Ja, ja. Achso, das kann ich dann auch schon mal umstellen. Wie war jetzt nochmal die Funke auf X, ne? Ja. Hallo, 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 hört ihr mich? Jo. Klar und deutlich. Hey Patty, du bist im Funk leise. Ich kann ja mal gucken. Wollen wir denn alle über Funk sprechen? Nee. Warum? Das wäre doch cool. Du bist ein richtiger Trucker. Move and out, Roger. Verstanden. Das war ein Cowboy. Ja, es geht. Immer noch nicht. Also verdursten können wir ja nicht, ne? Wie bitte? Verdursten können wir ja nicht. Nee. Okay, trinke mit dir. Ja. 40 Tonnen voll. Wie viele Tonnen haben wir? 23 Tonnen, naja. Ja. Der kann... Bescheid, was wir haben, wa? Das reicht. Fehlen noch die belegten Brötchen. Jetzt bist du mal leiser, Paddy. Ja, ein schönes belegtes Semmel, du. Mit Leberkäs. Na, was macht dein Fuß, Caro? Immer noch so dick? Black Dragon, bist du noch dran? Kommst du noch rein? Bist du wieder lauter? Ja, dann Bock. Mach ich auch. Jetzt wirst du mal leiser, Paddy. Ja, ich bin hier, ich spreche hier im TS gerade. Ja, ich meine aber jetzt über Funk, warst du total leiser mit mir. Aber sowas von, ich höre dich gar nicht. Achso, warte mal. Was hast du gesagt? Ich überlege jetzt gerade, wie stelle ich den Kanal oben eigentlich? Oben, da ist auch dieses Rädchen. Tab-Taste. Genau, die Tab-Taste, dann machst du rechte Maus klickt. Ah. Dann hast du da diesen gelben Pfeil und dann kannst du oben an deinem Funke, da ist das große Rädchen. Bis auf die 3 und dann gehst du einfach nur auf OK. Ach ne, dann machst du die rechte Maustaste wieder, dass die Maus weg ist, und dann nimmst du die Tab-Taste wieder. Wollen wir dann langsam fahren? Wuff, wuff. Oh, endlich ja, ne? 3, ne? So.
Auf 3, ja. Und auf X kannst du sprechen. Jo, aber. Oh, wollen wir langsam los ist hier? Jo, komm los, können wir. Oh oh. Jo! Ich wusste gerade lesen, was meine Tochter geschrieben hat. Siehst du das? So gehen die mit mir um hier. Nur Druck. Nur Druck habe ich hinten auf Menge. Wenn alles durchgeschüttelt ist. Ja, mein Hänger ist aber vorne. Mein Anhänger. Ich wusste, dass irgendwas kommt. Ach, hier können wir ja durchbrezeln. Ja. Ah, oh, irgendeiner hat da wieder Licht aus. Ich hab Licht an. Ich meinte die von hinten, weißt du? Paddy. Weißt du? Achso, Paddy ist hinter mir. Ich hab Standlicht angemacht. Achso. Ich hab wieder der Modus wieder aus. Nee, Bademeister. Ja. Was hab ich? Ich hab das verdient? Hey! Na, ich hoffe mal, dass ich im August eine höhere Leitung hab. Dass ich meine 50.000 Leitung wieder hab. Dass ich ey, das hoffe ich auch hier. Kann. Die sind hier am ja. Buddel und Kabel verlegen. Ich hoffe, die legen Glasfaser. Ey, das wäre genial. Weil mit 16.000 brauche ich ja nicht anfangen. Hier ist der Stream. Euch darf man nicht auf echte Straßen lassen. Ich hab ne 16.000er. Unfall voraus. War ein Dreieck stand da gerade. Oh. Hab ihn nie gesehen. Okay. Echt nicht? Ich auch nicht. Ich hab ihn gesehen. oder der stand noch vom Singleplayer da. Sind doch die besten Fahrer, die man hier je finden kann. Ja. Achtung, Überholer von hinten. The best crew on tour. Genau. Ah, er kommt. Überholer neben Paddy gerade. Oh. Hat Paddy weggekickt? Ja. Paddy, stehst du wieder? Ja, mein Freund, ich hab das alles auf dem Livestream. Schneide ich dann schön raus und melde dich. Wie hat er gemacht? Okay. Hat er dich geschnitten? Ja, hat er weggekickt von hinten. Alles gut, Dave. Wir müssen jetzt links, ne? Ja. Aber bei stehe ich, fahr noch. Ja? Gut, okay. Ja, alles gut. Alles klar. Jetzt hängt er mir am Arsch hinten. Nee, er winkt ab. Thomas, gib Gas, mit 90 hoch da. Mit 90 hoch da, Bob liegt auf der Seite. Bin ich schon oben. Oh. Ist er noch da? Nee, ne? Nee, der ist weg. Also wir sind jetzt in Berlin. Jo, wir müssen hier rechts von da gleich. Ist Baustelle, Unfall. Was? Naja, wir haben jetzt auch Baustelle hier vorne. Das ist ein Trailer. Habt ihr den gesehen? Nö. Nee. Nö. Was? Da stand da eben gerade ein Trailer bei mir. Nö. Bei mir echt? Steht hier nichts. Echt? Das nächste Mal bleib ich stehen, damit ihr das seht, Alter. Dann mach ich ein Foto. Nein, nicht scheiße, ich hab ja keine Nummer von euch. Nein, das sieht nicht jeder. Ich habe gerade echt einen Warndreieck mit dem Trailer. Nur der Trailer stand da. Ja, ja. Das ist so eine Erscheinung hier im Spiel, was aus Singleplayer ist. Das sieht aber nicht jeder. Was ist jetzt los hier, Thomas? Thomas, rechts ist Gas. Ja, ja. So, links rüber. Ja, dann zieh durch. Bin ich.
Thomas weiß nicht mehr, wo Gas ist. Doch, das. Thomas hat aus Versehen die Bremse gedrückt. Handbremse. Uah! Ja. Ja. Mehr kommt nicht. 90, Feierabend. Ja, ich fahre auch 90 jetzt. Was kannst du? Verrückt, ne? On Tour? Also, wir sind jetzt bei Berlin vorbei. Achso, hat er jetzt geschrieben hier, dein Kumpel da? Thomas? Nee, bis jetzt noch nicht. Also können wir weiterfahren. Wir fahren weiter, ja. Gut. Bitte. Bei mir liegt aber da Müllsack an der Seite. Ja, den habe ich nicht gesehen. Jetzt wirft auch noch Müllsäcke auf den Fenster. Wo fahrt ihr denn eigentlich lang, ey? Ich bin hinter dir. Der eine hat einen Trailer auf der Straße, der andere hat einen Müllsack an der Seite. Müssen wir rechts runter? Ja. Alles klar, Caro. Gute Nacht, schlaf schön. Alles Lukas, bist du noch da, ja? Ja. Hab mich nicht selber abgeschossen, also ich stehe noch. Ja? Ja. Weil ich sehe dich schon gar nicht mehr hier auf der Karte. Ich bin aber direkt hinter Paddy, fast. Echt? Ja. Ah, so. Paddy, halt dich erst recht ein bisschen Abstand. Wenn ich ihn nur schon sehe, wie dicht er dir hinten am Anhänger klebt. Naja, so ich ist auch schon. Du suchst uns? Bist du schon im TS drin? Ja. Ah, jetzt kommt einer. Servus. Servus, grüß dich. Grüß dich. I search you. Thomas, mach mal ein bisschen langsamer, weil Paddy ist eben nämlich erst dran gefahren. Jo. Wo seid ihr gerade, Jungs? Gerade von Berlin vorbei. Ja. Wie schnell fährst du, Thomas? Die nächste Stadt, die jetzt gleich vor uns liegt, ist Magdeburg. Also Magdeburg. Jo. Alles klar. 80 fahre ich jetzt. Jo. Die sollen wir noch runtergehen? Na, ich weiß ja nicht, wie ihr jetzt gleich fahren wollt. Ob ihr jetzt nach Magdeburg rein wollt? Nee, ich meinte wegen dir. Warum auch nicht jetzt warten? Ja, wenn ihr jetzt in Magdeburg reinfahrt nachher gleich, dann fahre ich auch in Magdeburg rein. Dann treffen wir uns in Magdeburg.
Aber wir können auch oben auf der Autobahn warten. Oder? Wir können da auch oben drauf warten. Ja, wir können ja auch am nächsten Rastplatz ranfahren. Ja. Wann kommt denn der nächste Rastplatz? Wir können auch hier vorne am Seitenstreifen stehen bleiben. Hinten kommen Schilder, mal gucken. Ja, es dauert noch. Hinter der Kurve da hinten kommt das Ding. Hinter der zweiten Ausfahrt da hinten. Achso. Da kommt die Tanke. Also fahrt weiter. Gut. Gute Fahrt, muss arbeiten. Ja, vielen Dank, Dave, und viel Spaß beim Arbeiten. Oh Gott, jetzt habe ich mir bei ihm verschissen. Dann halten wir kurz an, warten auf Dennis. Ja. Und ich gehe mal schnell mein Lungetan. Jo, ich besser holt. Ole, ole, ich kann rauchen am PC. Ich auch. Ich nicht. Sag mal. Wie rauchst du denn, Paddy? Ich? Ja. Ich muss es ausnutzen. Solange wir stehen. So, wir fahren jetzt auf dem Rastplatz rauf. Ja. Ja, ich bin genau hinter euch. Aber wenn wir jetzt stehen, rauche ich auch einer. Was ist los? Ja, geht mal alle rauchen, dann kann ich euch einholen. Genau. Boah, ich rauche ja am LKW, also. Also am PC. Oh, mal gleich nochmal nachtanken, wa? Boah, ausnutzen. Jetzt die Chance, gleich nochmal, genau, wollte ich gerade sagen. Gleich nochmal die Chance ausnutzen hier. Ja. 47 Euro. Wie viel hast du? 47 Euro. 47 Euro, ich habe 232. Oh. Ja. Hey! Und Lukas? Mhm. Da geht heute nichts mehr. Bei Paletten voll mit Süßwaren macht Arbeiten Spaß. Ciao. Ja, tschüss, Dave. Es wird nicht so viel genascht. Das machst du die ersten Wochen nachher, hängt dir zum Hals raus. Thomas sticht wieder raus. Ich? Warum? Du stehst quer. Der Paddy steht doch hinter mir. Paddy auch. Und wir hätten uns alle so schön brav nebeneinander stellen können. Kann ich noch nicht mal in Ansicht nehmen, weil dann sieht nur noch ein Anhänger vor. Am Auflieger reingucken, ja. Was fahren wir eigentlich für Getränke? Hier steht die Chaos-Truppe. Da steht nur Getränke. Nur Getränke steht da. Komm, gib zu, du hast das Bier doch hinten mit einer Fahrerkabine versteckt. Da habe ich eine Flasche Korn. Ich halte mich zurück.
Also Kühlauflieger sind es ja nicht. Also kann schon irgendwo Saft oder sowas, ne? Oh, das mit dem Zurückhalten würde mir schwerfallen, wenn ich so Paletten mit Süßware vor mir stehen hätte. Ach, warum rauchen sehe ich euch? Wieder ein Päuschen. Gucken, wann der nächste kommt, damit wir wieder ein Päuschen machen können. 1600 Kilometer noch. Ich habe hier alle Fenster auf, es kommt keine Luft rein, kein Wind, nix. Ja, das ist bei uns auch. Totenstille. Das ist schlimm, oder? Ja. Ja. Heute Nachmittag war das schlimm. Und meine Klimaanlage würde ich hier kaputt. Das Geile ist, ich bin mitten im Umzug, Freunde. Ich hab's hinter mir. Paddy, na, Scania noch heile, aber natürlich, Paddy. Bist du schon in Magdeburg? Weiß ich seinen Namen nicht. Paddy? Dennis, glaube ich. Ja, Dennis, ja. Genau, Dennis, bist du schon in Magdeburg? Knapp eine Stunde davor. Achso, hast keine Garage da? Nein, leider nicht. Achso. Und dann fahren dann runter nach Bordeaux, ne? Bordeaux. Fahrt weiter, ich hole euch gleich schon ein. Hey, wir stehen jetzt hier auf dem Rastplatz. Ah, der Paddy ist noch nicht da. Der Paddy sitzt noch auf Klo. Der Letschi, ach, den kenne ich doch. Grüß dich, Letsch. Tobias, grüß dich. Geld? Ach so. Mit Stehen verdient man kein Geld, so. So, ihr steht auf dem Markt, ja, ich bin jetzt gerade in Magdeburg. Wo steht ihr denn da genau? Wir sind durchgefahren. Wir stehen hier auf dem Rastplatz. Also, wir stehen jetzt Magdeburg auf die Rastplatz A2. Hannover, Magdeburg? Ja, genau. Ja. Okay, ich muss drehen. Da, wo die beiden Tankstellen sind. Jo. Links und rechts. Auf die A2, ne? Ja, ja. Ja, mit. Warschauer Allee. Da muss das bestimmt so heiß sein, dass sie schon 4 LKWs voll haben müssen mit Getränke. Da. 4 mal 23 Tonnen. Oh. Ja. Schöne Party mitmachen. Da. Danach fahren wir zurück und holen die Sprit. Ja. Wir hätten ja auch Dosenfleisch nehmen können. Zumindest einer. Einer würde reichen. Ein Auflieger. Ah. Ja, siehst du? Hätten wir machen können, du. Einer mit Dosenfleisch. Hätten wir schön den Grill hier rausgeholt. Ja. Was zu essen hätten wir, was zu trinken. Oh, wie lange braucht denn Paddy noch? Ich will weiterfahren.
Wenn ihr jetzt einen Hupen hört, bin ich das. Okay. Da kommt einer. Sehe ich im Rückspiegel. Jetzt fliegen wir alle. Jo. Hab euch. Sehr schön. Ach so, ohne Fracht. Ja, ich zieh mal leer hinterher. Okay. Ach, gibt's den Scania ja jetzt schon mit Dings, drei Achsen, ja? Ja. Ja, sicher. Echt? Ja, schon länger. Da muss ich meinen nachher noch umbauen. Sogar mit Lenkachse. Okay, mit Filmlackierung, ne? Hä? Denk mal, Filmlackierung, ne? Wieso haben wir eine Firma? Ja, immer noch. Echt? Was steht denn vor meinem Namen? Was steht vor deinem Namen? Ja, was steht denn vor meinem Namen? Weiß ich nicht. Ja, ich weiß, kannst du nicht lesen, wa? Ne, ich bin Analphabet. Alles gut. Klar mit der Lackierung, Patty, alles gut. Ob es damit funktioniert, weiß ich nicht. Dann werden wir schauen, werde ich nachher mal sehen. Muss mal gucken. Oh. Drüberhin können wir noch morgen machen, Patty, ne? Ich fahre mit meinem DAF nach Mecklenburg. Hä? Ich fahre mit meinem DAF nach Mecklenburg. Und lad da mit Zuckerrüben auf. Ja. Ups. Ah, Überholer von links. Du bremst der jetzt. Der steht. Wer steht? Der Überholer, der links. Links rüber, bitte. Ich hab ihn jetzt einfach mal angehoben. Hub's auf jeden an. Nee. Pass auf, dass ich dich nicht gleich abschieße. Ups, ich sollte mal aufhören zu blinken. Wer blinkt und bremst, verliert. Oh. Da denn jetzt? Andreas? Ja? Auf jeden Fall auf EU führen auch nochmal zwei von uns unterwegs. Ja. Der Nati und die Svenja. Echt? Ja, ja. Auf EU4? Ja. Okay. Von da ihre Touren. Ja. Weil man da keinen Schaden kriegen kann. Deswegen ja. Wieder mit darüber? Dings muss ich noch fertig machen, fertig. Speed fahren. Ja, schicke ich dir einen Link. Ja. Rechts steht einer. Ja. Naja, er fährt langsam. Nur so. Er kann damit nicht umgehen, deswegen fährt er langsam. Achtung, der Wolf kommt wieder. Ja. Achtung, er versucht sich wegzurahmen. Oh. Ja, mal hinten mit Gleitschutz. Jo. Ich spiele eine Runde mit dem. Ach, klar. Wenn ich vorbei dürfte, das wäre nett. kannst ja mitspielen. Nee, ich möchte die Fracht halt abgeben. Er hat mich gerammt übrigens. Ja, er hat auch schon wieder abgedenkt. Katie, du darfst jetzt mal den Spaß haben. Was du neulich die ganze Zeit mit mir gemacht hast, darfst du jetzt nochmal mit dem machen.
Andreas, jetzt ist bei dir. Bei der 50 vorbei. Toll. Und der blinkt auch ordentlich. Na, Thomas? Ja, sauber vorbei. Ja. Ich hasse diese Leute, die sich so schnell verstellen. Ja. Letchi, ich habe auch ETS. Wie geht das denn mit dem Multiplayer? Oh. Lukas, das kann ich dir mal privat erklären, weil das ist sehr kompliziert. Ich habe nämlich. Wie lange haben wir dafür gebraucht, Thomas? Oh, 2 Tage? Ja, aber weil wir es noch nicht wussten. Geht doch rucki die Zucki. Ja, da, wenn man es weiß, dann ja. Klickst da, bist fertig. Schön, aber erstmal die Datei zu finden, das ist witzig. London Lohnunternehmen Sauerland, grüß dich. Hallo, ah. Lukas. Ich fahr Scania, Lukas. Jetzt fang nicht wieder mit dem Thema an, bitte. Da Thomas hört schon. Er heult schon. Er sagt schon, bitte nicht. Du hättest das mal erleben müssen. Lukas hat eine Sache gegen Scania bei mir in den Chat geschrieben und plötzlich ist der komplette Chat ausgerastet. Iveco ist Beste. Naja, wenn du meinst. Da. So, von rechts kommt einer noch nicht vorbei. Aber das ist doch der von eben. Was, der Volvo? Nee, der hat aber so einen ähnlichen Namen. Du hast eh keinen Konter gegen Iveco. Stimmt, man findet keine Iveco-Witze. Ich hab gegoogelt. Man findet keine Iveco-Witze. Sie fuhren Iveco und kamen nie wieder. Oh, er kommt da. Ja, Lukas, hast du gehört? So ein Kiesrutscher. Ja. Überholt er dich von links oder von rechts? Wow. Links. Vorbei. Ja, bei mir ist er eben über Standstreifen gefahren. Echt? Ja. Dann warst du wohl zu langsam mit dem Scania. Achtung, dann kommt noch einer rast. Was ist denn los? Man könnte meinen, das ist auf der Autobahn. Und trotzdem ist von Iveco der Sponsor Fiat, ne? Ihr wisst ja, was das ist, wo? Ja, Fehler in allen Teilen. Ja. Letch, hast du TS? Muss ich gerade überlegen, was ich fragen will. Mann, es ist schon spät, ich gehe ins Bett. Gute Nacht. Scania ist auch scheiße und. Schnarch das nicht so laut. Er fährt hoch. Das schafft der Scania wieso nicht? Na klar, schafft der Scania den Berg. Der Scania ist. Muss sagen, der Scania kommt immer richtig schnell die Berge hoch. Nee, Also laut meines Wissens in der LKW-Industrie ist der Scania einer der stärksten, die es gibt. Die in der letzten Reihenfolge derzeit momentan stehen, sind nun mal leider die Ivecos. Warum? Weil sie es nicht können. Hier steht ein Trailer. Echt? Ah ja. Hier kein. Und Feuerwehrleute. Oh.
Letzt zur Not telefonieren wir dann einfach und dann machen wir es über Telefon. Ich habe ja deine Nummer. Oh. Das ist ein Klassenkamerad von mir. Oh. Andreas. Ja, bitte. Leg dich nicht mit mir an. Ich wollte gerade sagen, aber den Nachbar hast du ja jetzt gar nicht mehr, ne? So, ich hab's mein auch Nachbar? Gar nicht so gemeint. Wenn du das zweideutig siehst, dann tut's mir leid. So kann ich das ja nicht, ne? Ja, dein Nachbar, der immer so ein schönes Filmchen geguckt hat. Filmchen? Achso, Andreas! Ja! Ich musste gerade überlegen. Ich hab einen Film geguckt? Nein, dein Nachbar. Nee, aber den genau, richtig. Aber den hast du ja jetzt nicht mehr, ne? Den hab ich nicht mehr, nein. Wenn mir mein Internet geklaut hat. Boah, nee, jetzt muss ich abbremsen, toll. Bitte? Ach, das weißt du noch, ja, Thomas? Ja, klar. Jo. Mensch, das kriegen wir schon hin. Nee, den hab ich nicht mehr, da. Naja, pass auf, dann bin ich ja, ich bin ja Silvester gefahren, ne? Punkt, also Silvester vom 31. zum 1. noch ETS, ne? Aha. Thomas? Ja. Und um 0 Uhr hat der das Internet ausgemacht. Da konnte ich nicht mehr fahren, der hat den Code geändert. Scheiße! Ich dachte, was ist das denn? Weil der ja gesagt hatte, ne, dass er. Rolf, steht an der Quer. Dass er mich, dass er noch, mich reinlässt, ne? Ja. Bis Ende des Monats, ne? Und dann ist er ist ja nicht da gewesen, er ist ja weggefahren, Silvester. Und er muss das wohl irgendwie so eingegeben haben, dass der Punkt 0 Uhr abschaltet. Scheiße. Und dann stand ich mit dem Mutter, da war alles offline. Dann habe ich nochmal versucht reinzugehen, ne? Ging nichts. Gar nichts. So ein kleiner Penner. Und dann musste ich wieder mein Handy nehmen, damit ich wieder online gehen kann. Naja, mit dem habe ich was durch. Du, wir hätten hier runter müssen, ne? Hast du einen Unfall da hinten? Der hat mich angerannt, ja. Runter? Nee. Aber jetzt zeigt er geradeaus weiter. Aber ich muss auch hier runter. Also hä? Mir hat er angezeigt hier runter. Naja, pass auf, wir haben die kürzeste Strecke, deswegen fertig. Also. Ach so. Ja, jetzt hat er es wieder umgeändert, alles gut. Wir sind nämlich schön brav in den Anhänger reingefahren. Ja. Echt? Hm. Wie viel Schaden hast du jetzt? Ich hab zum Glück keinen gekriegt, aber der ist geflogen. Oh. Solange er fliegt, ist das ja auch nicht so schlimm. Und da kommt noch einer hier. Ach, ernsthaft jetzt? Ja, der muss wohl viel Porno geguckt haben, doch. Also, Lukas ist der Meinung, wir sagen alle, Evico ist scheiße, weil wir noch nie Evico gefahren sind. Oh, doch, bin ich. Ich auch. Mit also, ich 300 bin Evico. PS und genau. Schwertransport. Genau. Und der hat die Wurst nicht vom Teller gezogen. Wie steht einer an der Seite? Anstreifen. Ja. Das wäre mal nett, wenn ihr mal ein bisschen langsamer machen könntet, dass ich rankomme. Alles klar. Wie wird jetzt hier runter angezeigt? Ja. Wir sind rechts runtergefahren, ja. Gut. Also ich bin auf 80, Thomas. Ja, ich auch. Ja, welche Kreuzung bist du? Aber nicht hinter uns. Bist du hinter uns jetzt hier? Jo. Ja. Ja, möglich. Ja, hier steht auch der eine an der Seite mit dem Schwarzmüller-Trail. Genau, ja, richtig, genau, richtig. Richtig. Ja, 300 PS ist ja nichts. Wie lange bist 560 PS? Wie lange bist du heute online, Lukas? Bis 12. Ja, sagen wir, ich ja nachher schon mal wieder schieß, wa? Mhm. Ich glaube, nicht, dass ich den Auftrag schaffe. Was war das mit 730 PS? Der Scania, der euch hier verfolgt. Ja. 730 oder 760 PS? 730. Volvo hat 750.
Sascha! Oh. Moin, grüß dich! Rechts rüber, ja. Was ist denn für eine Hupe? Die hörte sich an, als wenn eine Moorrippe drin steckt. Ja, irgendwie war das merkwürdig, ja. Ja. War bestimmt so eine Iveco-Hupe, weißt du? Am schlimmsten ist Mercedes, ganz klar. Kann ich dich beurteilen. Ja. Mein Vater ist immer hinten gefahren. So, ich würde auch gerne einen MAN fahren hier bei ETS. Aber wenn die da dran mal was machen, weißt? Nicht nur bei DAF oder Scania oder so, sondern auch mal alle Fahrzeuge ein bisschen besser aufrüsten. Ja. Ja. Dann würde ich auch einen MAN fahren, weil ich finde MAN auch gut. Das soll ja jetzt ein neuer kommen, ne? Immerhin. Ja, das weiß ich nicht. Ja, er ist schon fertig, aber die Freigabe ist noch nicht durch. Ja, weil du drinne sitzt von der Innenausstattung und so weiter und das ganze Tüte da drin, das ist nur nach 15. Das ist, als wenn du dann das Lenkrad, das ist total. Damit kannst du, da kannst du dich draufsetzen und mit dem Arsch lenken. Bitte? Ja. Und ja, das neue Delziel Ende des Jahres soll wohl Litauen und Finnland sein. Okay. Das hole ich mir. Und Teil Russland. Ja. Ja. Na, jetzt sollen sie erst mal rüber versuchen hier. Ja, jetzt sollen sie mal versuchen hier erstmal Deutschland vernünftig aufzubauen. Ja, wird auch überarbeitet. Ja, mit den Autobahnabfahrten und Auffahrten und wie das normal ist, ne? Also nicht ja. So eine 0815 Dinger da. Klingst du gar nicht, Thomas? Nee, kann ich nicht. Das ist immer noch nicht eingestellt. Ja, Blinkerwasser leer. Schon wieder vergessen einzustellen, ja. Ja. Moment haut hier bei mir gar nichts mehr richtig, ne. LS funktioniert nicht mehr richtig. Echt ja. Nicht? Bei mir fehlt bei der Option, die ganzen Einstellungen sind nicht mehr drin. Also aus der Playstation. Ja. Ach so, okay. Du musst jetzt auch hier runter? Musst jetzt hier runter. Was nach? Geradeaus muss ich. Ich muss runter. Ja, fahren wir geradeaus weiter. Ja, das liegt da dran, weil wir die kürzeste Strecke haben, Thomas. Paddy. Deswegen. Arbeite mich langsam ran. Aber wieso holst du dir nicht alles für den PC? Hab ich doch, Thomas. Hab ich schon. PC hab ich. Achso, Thomas, das weißt du noch gar nicht, oder? Lukas kriegt zu Weihnachten ein PC. Hat er gesagt, letzten Jahr. Achso, okay, dann weißt du schon. Dann muss er aber noch lange warten, war bis Weihnachten. Ja, aber nicht zum 19er, ne? Ja. Ging's rüber? Na, 19er würde ich mir auch holen, ja. Ich warte erst noch. Ja, für Konsolenspiele ist extrem teuer, wa? Ist immer teurer. Ich warte auch noch, um das Spiel zu holen. Wer weiß, wie das ist. Und... Genau, ich habe auch schon gesagt, ich gucke mir vorher ein paar Livestreams an. Ja, auf der Gamescom, da werden sie alles veröffentlichen. Na, ich werde es mir trotzdem holen. Das soll ja auch Sturm geben, wenn du gegen einen Baum fährst, kippt der Baum um. Echt? Ja, ja. Ich hole mir den selber, ach so. Ich habe gedacht, geradeaus. Musst du aber wieder so lange warten, bis die Mods da sind und die Freie sind und das und. Das ist total, weiß ich nicht. Obwohl bei LS17 ging das relativ schnell mit den Mods, ne? Ja. Das ist ein Rucke, die Zombie. Ja, da hat sie. Ich glaube, 2 oder 3 Wochen später waren schon einige drinnen, ne? Das wird beim 19er auch schnell gehen, weil die Plattform die gleiche bleibt.
heißt, wenn du jetzt eine ne Karte baust, kannst du die für 19er schon machen. Okay. Ich wollte gerade sagen, weil bei vielen Seiten haben sie auch schon so eine Spalte für LS19. Ja. Ja. Die ersten bauen schon. LS-Portal, das hat schon. Genau. Ja. Jungs, reißt die Fenster auf, es windet sehr. Ja. Denn der Iveco. Das Fenster, ich hab gar keine Fenster. Und wenn du übers Feld fährst, sind die Pflanzen nicht mehr so starr, die biegen sich weg. Genau, die gehen nicht mehr durch Fahrzeug durch. Genau. Oh, das ist. Das also, ist wenn du durchs Gebüsch fährst oder beim Ast, der Ast biegt sich weg. Ja. Riecht da auch weg? Ja. Wenn du gegen Baum fährst, geht der Baum um. Ja. Oder der Träger geht kaputt. Bitte? Also links rüber? Das kriegt, der Lukas dann immer. Ja, ich wieder. Danke. Ja, mal gucken, ob die Mecklenburg-Karte auch bei des 19. Ball kommt. Ah, da musst du ja wieder alles hochschrauben, ey. Grafikkarte, Speicherkarte. Bei alles 19, ja. Ja. Ah. Ich hoffe immer noch auf die Silbershusum. Soll ja jetzt auch endlich noch kommen. Ja. Auf jeden Fall, alle die auf niedrig spielen. Jo! Was? Was denn? Ich hab langsam keinen Bock mehr, gell? Was hast du gemacht? Es ist mir schon wieder einer hinten mir reingebredert. Wer? 8%! Es sieht doch, dass ich inke. Ja. Es sind doch nur noch Deppen unterwegs. Keine Ahnung, ich hatte jetzt gerade gerammt, der Penner. Auf jeden Fall, alle, die auf Flow spielen, da wird es kritisch. Ja. Da, mein Freund, du bist dran. Das stimmt. Sollen wir langsamer machen, Lukas? Ha, ja, er hat mich weggeschossen. So ein. So, jetzt reißt mir. Ich fahre jetzt 75. Wie heißt denn der? Weiß ich nicht. History. Jo. Fährt er weiter? Hey, der hat sich absterben lassen. Ready, ich bin auf 75. Jetzt hoch auf 80. Ja. Hey Ossi, grüß dich! Moinsen! Ossi, mein Freund, moin! Hallo Ossi! Du fehlst hier noch! Dann sind wir wieder komplett! Wir links rüber. Jo. 10% am Auflieger. Ich hasse ihn. Kommst hinterher, ja. So, das schneide ich nachher. Nehme ich schön brav hier aus dem Stream raus und melde ihn. Da habe ich keinen Bock mehr drauf. Hast du irgendwie hinten so einen Aufkleber dran? Rampen mich oder so? Wahrscheinlich. Hab ich extra drauf geklebt. Du warst es. Was meinst du, warum ich hinter dir gefahren bin? Oh. Ah, geht so. Einigermaßen. Oh, hier steht auch einer. Huch, den Banner nicht gesehen. War ein Blinker. Oh, ja. Noch einer. Ja, kommt alle her. Ah. Ja, muss ich auch. Also es waren einige Komm, wir fahren, Updates fahren drauf. Auf die Tankstelle rauf. Auf der Tankstelle rauf, Thomas. Alles klar. Passt. Wer stinkt und qualmt und schreit am Berg, es ist der Scania, der um sein Leben fährt. Ha, ha, ha. Hab mich kaputt gelacht. Oh. Ja, Thomas ist schuld. Hey! Thomas stand und hat gebremst. Wie viel Prozent Schaden hast du jetzt, Thomas? Also ich hab Motorschaden, meiner funktioniert nicht. Einfach Slash Fix ein. Achso, wie war das? Slash Fix. 2%. Hab ich auch gerade gemacht. Welche war jetzt nochmal Slash? Bei der 7.
Großschreibtaste, ne? Ja. Großschreibtaste. Und 7. Achso, ich muss erstmal schreiben. Wie mache ich das nochmal? Wie gehe ich auf Schreiben? Y. Achso, Y. Großschreibtaste 7 und dann fix, ne? Ja. Ja, Ossi, ich musste auch alles aktualisieren. War eine Menge drauf. Alles weit geht wieder. So, und Fracht habe ich jetzt 2%. 2% habe ich auch. Oh. Schön, ich hab 10. Ich hab 2. Also ich hab 2. Ich auch 2. Lüse, passt doch. Naja, haben alle Schaden. Bin mich leicht dezent gemobbt. Aber doch nicht 43. So, weiterfahren? Weil ich den einen geblockt hab und ja. Dem anderen voll einen mitgegeben hab. Ja. Weiter? Was fährst du vor? Alles klar. Ups. Ja, Lukas, Patty und Andreas fahren nach Spedition. Deswegen haben die gleiche Lackierung. Mord voraus. Boah. Jo. Können wir durchfahren mit 30? Der darf. Zieht den Scania weg. Kann aber nicht rein. Hey, fahr vor. Ich fahr runter. Also, fahr langsamer. Alles gut. Du hättest mich locker überholen können. Irgendwie habe ich euch verloren. Wo seid ihr gerade? Wir sind geradeaus durch die Mautle. Alles, also Richtung Rheins. Ja. Richtung Calais. Alle geradeaus. Sag doch, Scania ist scheiße. Also Lukas, ich glaube, wenn du hier nicht gleich Stress haben willst mit den Leuten, die hier sind, solltest du, glaube ich, mal die Backen halten. Wer schreitet da durch Nacht und Wind? Das ist der Iveco ohne seinen Motor und Kind.
Ach, das sind diese Tretmobile, ne? Ja, richtig. Du musst wie so ein Tretmofa. Nein, wie das originale Fred Feuerstein Auto. Ja, genau. Und wenn du das Ding mehr davor bewegt hast, heißt es dann Jabadabadabadu! Er qualmt auch schon die Schuhe, du. Hat das mal neu besohlen, doch. Ach, das nehme ich in Kauf. Eddie tut mir eh nichts, Thomas auch nicht. Nur bei den anderen beiden bin ich am Zweifeln. Naja, gut. Da brauchst du nicht zweifeln, das ist, oder? Ich beiße nicht, ich belle nur, aber ich beiße dir auch eine Beule in den Bart. Richtig. Und ich belle und beiße gleichzeitig. Nein, ich kann doch keiner Fliege was antun. Da steht morgen in der Zeitung Mistkiefer getötet. So Leute, ich verabschiede mich jetzt aber von euch. Danke fürs Mitnehmen. Weil meine Hunde, die machen hier gerade einen Larry und wollen mal draußen. Ah ja. Ja. Dann bis zum nächsten Mal, ne? Jo. Ja, ich hoffe doch mal, wa? Ja. Och, das war knapp. Boah, Scania-Fahrer fahren schlimmer als Osteuropäer. Oh oh. Wie schnell bist du durchgefahren? 60. Oh. Das war aber, ich dachte, das Spiegel erwische ich noch. Naja. Also, Lukas, das nehme ich jetzt als Beleidigung. Dass ich noch schlimmer fahre als diese Osteuropäer. Das nehme ich jetzt als Beleidigung. Oder? Ne, stimmt, das geht ja für alle Scania-Fahrer. Geht jetzt recht so? Also, Thomas, ja. Du bist auch mit gemeint. Ja, habe ich gehört. Thomas, siehst du meinen Blinker? Ja, ne? Ja. Der blinkt schön, ne? Ding, ding. Kommt schon wieder eine Maus? Maus mal raus. Also mit 30 oder 40, ne Thomas? Nimm mit ja. 60. Oh, jetzt muss ich auch. Oh, ich bin immer noch zu schnell. Ach, was? Oh, Mist, Thomas wird aus Scania. Okay, vielleicht nicht alle Scania-Fahrer. Und jetzt ziehst du wieder den Schwanz ein, das war mir klar. Ich hab's probiert mit Iveco, aber. Iveco lohnt sich für mich nicht. Ich... Nee, also für mich auch nicht. Ich bin kein Freund davon. Lukas, du schlupft. Du sollst schlafen, morgen arbeiten. Hä? Wann arbeite ich denn morgen? Das wüsste ich aber, aussieht.
häckseln. Häckseln? Wo? Häckseln, Mais häckseln. Wo? Da bei Ossi wieder. Ach so. Er meint Lukas Hohmeister. Stimmt, du musst morgen arbeiten. Ab ins Bett. Ah, Jakob. Danke. Heute ist irgendwie jeder gegen mich. Ich merk schon. Mal was? Ah. So, Thomas wieder mit 30, ne? Oder 40? Jo. Jo. 45 geht auch noch. Ah, mit 200 durchjagen. 50 geht auch noch. Probier's mal mit 90, mal gucken, was die Schranke dann macht. Also ich bin mit 50 durch. Aber 90 ist nicht viel. Was denn? Also, sau knapp. Also ich bin mit 50. Und du, Thomas? Ja, knapp drüber. Oh. Und Lukas stand da, ne? Lukas? Ja, der stand bestimmt an der Schranke, ne? Nee, das war ganz haarscharf. Ganz haarscharf. Und Paddy? Mit 50 durchgefahren. Naja, das geht ja dann noch. So, es geht jetzt links. Jo. Und die nächste geht's dann rechts hoch. Lukas, mein Aim war wohl besser als... Nee, war ja besser als deins. Ey, ich kann schon gar nicht mehr lesen hier. Huh. Was machst du eigentlich für eine Fahrerei, Paddy? Ich? 90 Euro fahren. Na klar kann ich hochfahren. Aber ihr hört mich halt klar und deutlich, ne? Ja. Gut. Wer kommt da? Paddy, oder? Klar. Ja. Paddy knallt jetzt durch mit 90. Aber mich kriegt er nicht. Also vor mir, das ist Thomas. Ja, ich bin ja eingekisselt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Vorne ist Andreas, neben dir ist Paddy und hinter dir bin ich. Die Strecke hier bin ich noch nie gefahren. Hä? Nee. Geht hier ab, warum bremst du? Weil die beiden Anhänger eben gerade zurückgesprungen sind. Das kenne ich. Thomas muss Paddy Lichtbube geben, dass er reinziehen darf. Oh, was ist denn hier? Baustelle? Ja. No. Bei mir ist gar nichts. Das ist das erste Mal, dass ich jetzt eine Baustelle sehe. Auf der anderen Seite, ne? Gegenüber, ne? Nee, da seid ihr gerade durchgefahren. Ja, ich nicht, ich hatte keiner. Auch nicht. Also es geht dann nachher nach rechts hoch, ne? Ist ja genauso mit den Trailer, den ich gesehen habe, den ihr nicht gesehen habt. Ja. Das ist bei manchen so, mal so, mal so, ne? Und ihr habt meinen Böser nicht gesehen.
Nee, konnte ich nicht, hallo, den hab ich ja rausgeschmissen. Hallo Paddy. Nee, Paddy sag ich schon. Hallo Ossi. Oh. Oh, ich komme mit den Namen halt Joko miteinander. Oh. Das sieht doch wieder geil aus hier, ne? So ja. Muss das in Deutschland auch aussehen. War mal. Vor langer Zeit. Bitte? War mal vor langer Zeit. Aha. Na, ich meinte jetzt auf der Karte hier so, weißt du? Ach so. Ja. Hätte ich muss drüber. Links rüber, Lukas. Links, ne? Bin doch in. Ich bin direkt hinter dir, krieg alles mit. Jo. Nein, lol. Was ist lol, Ossi? Bist du eben gerade zurückgesprungen? Das sollte mit Sicherheit die Bestrafung sein dafür, dass ich gehupt habe. Maut voraus. Fehler passt links. Oh, 60, 50 und durch geht's. Und Gas. Meine Bildqualität. Oh, geh hoch. Hast du das jetzt. Hast du das jetzt im positiven Sinne? Hm? Ist nicht gut, Brumm, nicht gut, Ossi. Und rechts rüber. Nur zur Info, Ossi, ich streame in 720p. Seid ihr dran, ne, Thomas? Und ja. Lukas? Jupp. Jo, tschüss, Lukas. Gute Nacht, Lukas. Ach. Freddy, was machst du jetzt hier? Bist du verpixelt? Ja, also ich hab gesagt, ich streame in 720p. Ich hab's auf mein Tablet hier offen, hab's auf 720p gestellt. Und es ist alles super. Ready? Mein Bild ist glockenklar. Was denn? Was denn? Kannst du vergessen, Alter. Ich lass ihn hier nicht drüber. Ich bleib jetzt in der Mitte. Nee, ich hab einen Kratzer, Alter. Was soll ich denn sagen? Ich hab den Kratzer am Auflieger. Ready? Da passt noch Strohhalm zwischen. Ja, reicht auch. Mehr braucht dazwischen nicht passen. Also hier war ich noch nie auf ich der Straße. Auch, hier. Das ist ich auch nicht. Eigentlich so okay. Mhm. Sieht aus, wie ob die neu gemacht worden ist beim Update. Ja. Mal gucken, ob du jetzt die Spur halten kannst. Die hast du dann gehabt oder was? Schlenker ist immer so. Ich schlenker nicht. Ne? Du, ich fahr geradeaus. Ja, ich auch. Na. Alles klar, Sascha. Dir auch gute Nacht, schlaf gut. Ja. Ups. Gibt's nicht. Gibt's nicht, ja. Elefantenrennen, ja. Jetzt hab ich ihn. Ist sonst noch Thomas hier, oder? Ich bin noch hinter euch. Ja. Ey, hast du jetzt runtergeschalten, oder was? Ich! Du
kann ich im dritten runterschalten, spinnst du? Nö, nee. Rückwärts kann rein. Soll ich mir das Getriebe auseinander schlachten? Gute Nacht, Sascha. Was denn du von Leiden? Wow. Muss jemand tanken? Ich bin noch halb voll. Ich bin auch halb voll. Was? Auch. Noch über. Viertel. Drei Viertel. Ja. Ja. Fünf, 106. Was? Wer? Ach, die Abos mal jetzt. Ja. Hat runtergegangen, ist wieder hoch. Jetzt hat's Bum Bum gemacht. Wir müssen mal gucken. Ossi Ostberger hat abonniert. Dankeschön, Ossi. Dafür kriegst du aber jetzt 5 Euro, Ossi. Er wollte nur angezeigt werden. Wieder 105. Vielleicht steht er noch 12. Dula Gamer abonniert. Dankeschön, Sula Gamer. Ah, jetzt zieht er mir ab wieder. Jim. Lohn und Alter Sauerland hat abonniert. Dankeschön. Dann schläfst du uns nachher noch ein. Japs. Moin, würde sehr gerne mitfahren. Hab auch Fahrerfahrung. Gesagt, du kannst sehr gerne mitfahren. Also ich habe es noch gar nicht gesagt, aber wie im Titel steht, du kannst sehr gerne mitfahren. Hast du denn TSA? Japs. Ne, Jasp. Japs, Jasp. Oh Gott, ich. Namen komme ich heute komplett. Oh. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ja, ich betone bloß, ne? Er wechselt mich mit Ossi, ne? Ja, ja. Sorry.
Dann fahre ich kurz rechts ran, dann schicke ich dir mal die PS-Nummer in den. Sollen wir anhalten? Ja, könnt ihr machen. Ja. Thomas? Ja? Stell du dich mal zwischen mir und Patty denn? Oder kriegst du deinen Warmlink an? Was hab ich denn? Was hab ich denn schon gehört? Sonst stell dich einfach zwischen mir und Patty. Was gehört, Andreas? Wie bitte? Das hat man voll bei mir gehört. Ich bin voll in die Eisen. Ja. Ganz rein. Stimmt ja, bei Thomas ist ja der Blinkerwasser, das Blinkerwasser leer. Naja. So, jetzt sieht das ganz keine. Ganz Einstellung. Jetzt sieht das keine, dass du keine anhast. So, jetzt kann ja auch nichts passieren. Ja. Bist gesichert. So erstmal was, Ossi, so erstmal. Was ist wer, wie, was, wo, was ist. Ja, Ossi hat geschrieben, so erstmal. Hm. Erstmal. So erstmal. Bis dann. Das D-Abo. So. Bitteschön. Ja, alles klar, Ossi. Man hört sich. Jo, ciao, Ossi. Ich hoffe, wir spielen mal wieder irgendwann zusammen. Tschüss, ja. Ossi. Hätte ich ein bisschen mehr Zeit, wäre ich morgen mal rumgekommen. Aber ich glaube, das schaffe ich nicht. So, wir können weiter. Nee, ich muss erwarten, wenn er ins TS möchte, muss ich ihn ziehen. Achso, stimmt, ja, Bro, dann fahre ich mal in eure Richtung, weil ihr wieder ganz schön weit weg seid. Echt? Also, dann warten wir jetzt. So muss das auch sein. Echt, so muss das auch sein. Naja, das muss so sein. Da kommt er. Der rasende Roland kommt. Ey, was? Ja, Lukas, dann legst du schon wieder mit Leuten an hier. Ich möchte nur meine 2% behalten. Ey, ich würde. Ich möchte nicht noch mehr haben. Das liegt am Scania, Lukas. Ach, ist mir egal. Ne? Nein, keine Scherze über Scania hier. Fahr nachher auch ein. Mal mit dem D-Abo. Oder hole ich mir ein Dings? Eco? Also ich kann auch mit einem Eco fahren, so ist das nicht. Nee, lass mal bitte. Also ich habe keine Scheu davor. Ich nicht. Also bis jetzt ist noch keiner am TS. Ja, wir haben es ja eh gleich geschafft, 300 Kilometer noch. Jetzt ist er da. User was moved to your channel. Guten Abend. Herr Moin. Jeder sagt Abend, Thomas, moin. Moin, moin. Ja, nu. Ist halt so drin. Was, kein Scherz über schwedischen Schrott? Schrotthaufen. Also wir fahren jetzt auf EU2, ja? EU3. Echt? Stimmt. Ja, du hast gerade EU2 gesagt. Ja, entschuldige bitte. Also jetzt, wenn wir auf EU2 gefahren wären, hätten wir nicht überlebt. Ja. Na, Lukas auf jeden Fall nicht. Ich überlebe schon auf EO3 kaum. Also wer hängt mir hier am Popo hinter mir? Na, wer ist das wohl? Hallo Thomas, soll ich mal voll in die Eisen gehen? Ja. Ja, soll ich? Ja. Dann sitze ich aber bei Thomas hinten. Dann wird er immer durchgeschüttelt. Ah nee, das ist
meine schöne Cola hinten drin, die darf nicht kaputt gehen. Wo seid ihr? Wir sind jetzt kurz vor, wir haben jetzt 300 Kilometer noch vor Bordeaux oder Aux, wie er sich auch nennt. Und in Frankreich. Bordeaux müssen wir hin. Ey, Lukas, ich sagte mal schon mal tschüss, ne? Ich hab doch noch 10 Minuten, chill mal. Ich sag schon mal tschüss, ne? Tschüss. Chill mal. Tschüss. Eddie. Tschüss. Eddie. Brech gleich den Auftrag und schieß dich höchstpersönlich ab. Ich hab mein Zettel nicht mehr liegen, ich schreib's auf, denk dran. Ja, jetzt sagst du nichts mehr, wa? Doch. Scheiße. Das merke ich mir. Ja, so viel wie du schmecken musst. Waren das andere, was ich mir eben nochmal merken wollte? Tja. Da geht's los. Ich sag auch schon mal tschö. Ne, Lukas. Oh. Das muss ins Bett. Nö, das Bett geht noch lang, Bett. Der andere. Nee, der andere muss morgen arbeiten. Ich nicht. Ja, du musst auch ins Bett. Nee. Machen wir jetzt noch einen Film an. Dann kannst du auch noch eine Tour fahren mit uns. Ja, das ist mein Internet weg. Wo ist denn Bordeaux? Frankreich. Am Atlantik. Dann machst du einen Hotspot an. Jetzt ist die Frage, hast du die Frankreich-Erweiterung? Ja. Gut. Dann findest du uns auf jeden Fall. Ja, ich müsste aber ein Stückchen fahren. Ich komme dann von Toulouse, keine Ahnung. Ja, kein Problem, wir haben eh nur noch 300 Kilometer. Ja, Mali, Marvin, grüß dich. 240 Kilometer haben wir noch. Ja, Dankeschön. Ja, die Tour schaffe ich nicht mehr. Ich wollte gerade sagen, das wird aber ganz schön eng jetzt. Die packen die Fersengeld. Lukas? Ja? Warum ist dann dein Internet weg? Ja, meine Eltern sind ein bisschen strenger als andere. Ach so, die ziehen dann um 12 Uhr, ja? Nee, mein Vater hat irgendwas bei so einem Puppen eingestellt, dass um 12 bei mir das Internet weg ist. Naja. Ist ja fast so ähnlich wie bei meinem Nachbarn, war bei meinem ehemaligen. Ja, mit seinen Filmchen. Ja. Also noch sehe ich dich, schon 12? Nee. Nee, noch 5 Minuten. Mhm. Und in 5 Minuten schaffe ich keine 200 Kilometer. Nee. Du schaffst doch 1000 Kilometer. Also ärgerlich, nicht so knapp vom Ziel. Ja. Außer ich lasse mich dann abschleppen. Er kann ja offline weiterfahren. Ja. Das geht ja alles. Stimmt, das ist die Tour wegen seiner Zähne. Ja. Ja. Was ist hier, Andreas? Bist du müde oder was? Nö, Sauerstoffmangel. Ja, Fenster auf. Hab ich schon. Also, ich kann das Fenster nicht weiter aufmachen, nur gekippt, ey. Nö, ich hab volle Seite. Ich kann's nicht. Weil hier muss irgendwo was brennen. Nach verbrannten Plastik stehen. Echt? Ja, ja. Vielleicht sieht es ja von Ludwigs Lust darüber. Sascha, moin moin, nee. Ist dich? Weil Ludwigs Lust war heute Waldbrand. Oh. Es riecht ja nach Plastik, nicht nach Wald oder so. Ja. Ja, tiefer Name, würde ich sagen. Ups. Oh, was war das? Sekundenschlaf, Thomas oder was? Nee, ich wollte gerade den Satz lesen im Chat, aber. Wo ist das, ne?
Ja, das ist so, ne? So langsam werden die Augen schwächer. Naja. Ja, ne? Ja, das ist ein kreativer Name, würde ich sagen. Ich kann davon ein Lied singen. Ja. Wir hatten Sekundenschlaf schon gehabt vom Computer. Naja. Echt? Wir wurden die Augen schwächer und immer schwächer und dann waren sie zu. Und dann hast du nur Schrickruhe-Fanze. Dann hat das Ding gemacht, weil wir wach. Da hat das Lenkrad vibriert. Es riecht nach Lukas Sainz an der. Das ist mal, dass ich nicht ETS2 spielen sehe. Achso, nee, das habe ich schon öfters gemacht, aber das letzte Mal war im Winter. Das stimmt. Ja, vor Silvester noch. Ja, aber davor haben wir es doch öfters gemacht, ja. Nee, nach Silvester hast du auch ETS gespielt, Mas. Stimmt. Nach Silvester sind wir auch noch gefahren. Nach Silvester sind wir noch gefahren, ja. Wie gesagt, da war aber noch Winter. Ja. So, ich lass mich abschleppen, ich bin weg. Oh, ja. Da ist er nicht mehr. Keine 200 Kilometer mehr. Deswegen habe ich mich abschleppen lassen, dass ich es noch schaffe abzugeben. Und. Achso, du bist ja noch im. Achso. Aber im TS ist er noch. Noch, ja. Gut, ich sag dir schon mal gute Nacht, ne, Lukas? Ja, platt doch rein, platt rein. Ich wünsche auch eine schöne gute Nacht und wir hören uns am Morgen. Wann kriegst du wieder Internet? 6 Uhr oder was? Ja. Oh, dann bleibst du die ganze Nacht jetzt wach bis morgens um 6. Also um 6 geht's weiter mit Tonfahren. Okay. Da schlaf ich aber noch. Auf den Rastplatz. Ruhepause, ja. Naja, aber an dieser Stelle beende ich schon mal den Stream. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich weiß nicht, ob ich morgen stream. Lasst euch überraschen. Und ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend und haut drin. Tschüss. Achtung, Maut. Ciao, ciao. Telepass links. Bitte mit 90 durchfahren, ja? Können wir, ja? Nein. Na ja, gut, ich verabschiede mich auch schon mal. Ah, Scheiße, hat's geschnallt. Ich hab gerade. Da, der hängt oben drauf. Jawohl. Ich wollte hinter dir mal mit rein, aber. Ah, jetzt wieder runter. Bist du runter? Ja, so, Lukas. Ich bin weg. Ne, wir hören uns. Alles klar, Lukas. Wir hören uns. Schönen Abend euch noch. Ja, dir auch. Und lasst eure LKWs nicht so wie immer. Wenn ich über den Scania halte, ne? Freddy hat seinen schon kaputt gemacht. Der ist gerade in der Schranke gefahren. Och Mann, warum kriegt ihr das nicht mit? Müssen wir rechts runter? Ja. Nee, war doch so. Aber mir sagt ihr rechts runter. Naja, dann fahren wir jetzt rechts runter. Zu spät. Wieso, bist du geradeaus? Ja. Echt jetzt? Ja, fahrt mal nicht mehr. Jetzt einer abonniert, gehört habe ich es, aber angezeigt hat das eben noch nicht. Was denn? Hat einer abonniert. Gehört habe ich es, aber er zeigt sie an. Oh Mann. Doch, jetzt kommt's. So, Thomas. Sind wir beide alleine. Alles klar. Black Dragon, Devil, vielen, vielen Dank für dein Abo. Es funktioniert wieder. Ist ja nicht, wir müssen nachher drehen und wieder halb zurückfahren. Und mir sagt er jetzt 110 Kilometer, 109. Bei dir, Tom Paddy? 109 Kilometer habt ihr noch. Ja. 50. Ja, siehst du? Ach, die kurze Strecke, ja, okay. Ja. Befürchte was. Also wir jetzt 50 Kilometer rüberfahren, hochfahren und 50 wieder zurückfahren. Thomas. So, machen wir so einen Schlenker jetzt, ne? Ja, ich denke mal, dass wir da hinten nachher drehen und wieder zurückfahren. Jetzt sind es nur noch 90.
Ach, das geht jetzt schnell. Oh. Die Farben sind ja auch kräftiger, ne? Auf der Karte hier. Was? Farbwind? Die Farben. Finde ich, ne? Nochmal, ich hab's nicht verstanden. Die Farbkontexte, die sind hier kräftiger. Ja. Das ist aber nur hier unten Frankreich, Italien und oben in Dänemark und Norwegen. Deswegen sage ich ja, wenn jetzt Deutschland die Karte gemacht wird, dass es dann auch so ist, weißt? Ja. Weil in Deutschland ist es so, als wenn da einfach nur was hingeklatscht ist und fertig. Rechts? Ja. Also gehört habe ich das, dass diese Karte gerade dabei sind, Deutschland komplett zu überarbeiten. Ja. So wie auf der Mario-Map ist das. Soll das, denke ich mal, so werden. Das wäre nicht. Die wollen auch teilweise original übernehmen. Ja. Gut, alles kann man nicht, ist klar, aber Großteil wollen sie versuchen. Was noch cool wäre, so wenn man jetzt durch Dörfer oder Städte fährt, weißt? Ja. Nicht nur Industriegebiete, sondern halt auch. Hier rechts runter. Ja. Und dann drehen wir. Weiter gesagt. Und jetzt sagt er mir gleich wieder links. Richtig? Nee, rechts. Rechts? Rechts. Weiter. Oh Mann, ey. Oh. Wie viel hast du? Warte. Welche Tasse war das jetzt? Ja, guck ich gleich. Das ist der Nachteil beim Skanieren, ne? Also ich habe nur kurz bremst und der Gas gibt's, da kommt nicht so schnell hoch. Also ich habe 7%. Auf 8. Ich sage, wir hätten lieber F7-Taste drücken. Hätten wir lieber Tetrapack fahren wollen. Ja. Klar, mein Gas ist kaputt. So, jetzt links runter. Ja, warte, ich bin noch nicht da. Ich arbeite gerade mit dem Motorschaden hier. Aber ich sehe schon links, ja. Kann's Gas geben. Jo. Herr Karo, auch noch wach. Ah, wir sind gleich da. Das ist eine schöne Landstraße hier, wa? Jo. Wenn das so da oben ist, ey, das ist geil. Wie heißt denn unser Gast jetzt eigentlich hier? Scheiße, hab ich vergessen. Oh. Oh, wir müssen hier gleich rein, ne? Ja, rechts rein. Rechts rein? Rechts, ja. Hier in der Firma? Ja. Und mir sagt er geradeaus weiter. Hä? Hab ich eine andere Firma? Ja, was habt ihr denn für eine Firma? Ich muss zu Ikea. Ich bin nicht hoch. Ich muss zu Ikea. Und Thomas ist hier bei. Wie heißen die hier? Seid ihr in Bodau? Liz, ja. Nee. Ja, wie heißt die? Lisette. Lisette Logistik. Deswegen wundert mich das nämlich gerade hier. Ja, alle den gleichen Auftrag angenommen. Muss mal was gucken jetzt hier, ey. Ja, guck mal, ey. Boah, ich muss die ganze halbe Strecke wieder zurückfahren. Ach nee, ich kann hier durchfahren, Landstraße weiter. 150 Kilometer habe ich jetzt noch. Boah, Alter, wo muss ich denn rein?
soll ich auf dich warten, Thomas, oder? Nee, brauchst du nicht. Ich mache ja dann auch gleich Schluss. Achso, du machst auch gleich Schluss. Ja, ich muss ja morgen früh auch fahr los. Ich fahre dann morgen an der Küste. Morgen früh gleich. Achso. Ich bin in der Wartezone. Achso, okay. Denkst du ernsthaft, ich schlafe um die Zeit? Nee, eigentlich nicht. Wer ist da jetzt gegangen? Hi Dennis. Er ist gegangen, erschienen. Achso. Servus. Hallo Dennis. Wie du bist jetzt in der Warteschlange? Ja, im TS in Warteschleife. Achso. Achso. Da haben wir gar nicht zwischendurch reingeguckt. Wenn los ist, musst du immer im Chat reinschreiben. Dann guck mal schnell rein. Ach du, ganz in Ruhe. Ich bin nicht. Ich bin gleich im Ganzen. Ich habe jetzt auch 150 Kilometer. Ja, mach nur. Ich gehe gleich noch mit Frau eine rauchen. Was machst du da, Uschi? Ist ja komisch. Auf dem Auflieger hatte ich keinen Schaden, nur auf einer Zug am LKW. Ist komisch. Echt? Ja. Obwohl ich hier zweimal hinten reingeballert bin. Ja. Wunder mich eben schon keine Abzüge. Ja. Hier unten eine Werkstatt. Wir sagten ja. Ein Bierauto oder so ähnlich, ne? Ja, genau, richtig. Weißt du, wo die Werkstatt ist? Nee. Ist dahin, wo ich jetzt hinfahre. Achso, dann muss ich wieder zurück. Da ist sie nicht. Nee? Nein. Die Werkstatt, die ist auf einem ganz anderen Ende. Ich hab hier den Jasp an mir schon. Jo. Ja, ich stehe noch in der Nähe von Rhymes. Oh, ich bin ja gleich da. Jo. Toulouse oder Bordeaux? Also Bordeaux? Ja. Also fahren wir rechts runter. Das ist ein schönes Dörfchen hier, wo ich durchfahre. Drei Häuserdorf. Kann ich darauf geachtet, der einfach Gasse geben? Toulouse will ich nicht. Das müssen die auch neu gemacht haben hier, wo ich gerade lang war.
Hier scheint auch noch nicht alles fertig gebaut zu sein, ne? Nee, ich manche glaub Stellen nicht. Sehen, da kommt noch was. Ich sag ja, ich bin gerade so durch so ein Dörfchen gefahren. Das sah nicht schlecht aus. Bei Häuserdorf oder so. Knapp 150 schafft er, der. Das Scania? Ja. Wie viel? 148 hatte ich eben drauf. Oh. Also mein DAF, der bringt 168. Oh. Wow. Dann muss das aber ein neuer sein, könnte das? Das ist ein Geheimnis. Tschö. Das ist ein Mod. Der ist für den Multiplayer zu fähig. Ah, okay. Genau. Fangen sich auch noch mal mit Baustelle da, also langsam. Wo seid ihr jetzt gerade ungefähr? Ich bin jetzt im Bordeaux hier und war jetzt so Ikea. Da bin ich in Bordeaux. Und in Frankreich. Atlantikküste. Frankreich habe ich noch Reims, Paris und Dijon. Und Lyon. Warte mal, ich guck mal schnell. Das liegt da unten bei Toulouse. Toulouse, genau. Limoges. Genau. Golfech. La Roche. Nee, Frankreich habe ich noch nicht. Die Erweiterung hast du noch nicht? Nein, die Erweiterung habe ich noch nicht. Ach so, deswegen. Richtig. Deswegen, wenn ich mir ungefähr sagt Dijon, Geneve oder Lyon, dann kann ich schon mal da runterfahren, dann treffen wir uns da wieder. Welche Stadt ist denn noch in der Nähe? Lyon, Geneve, Dijon oder Paris? Warte mal. Lyon. Lyon. Lyon, genau. Okay, dann komme ich nach Lyon gefahren und treffe euch dann in Lyon verbauen. Ja. Genau, wir gucken. Dann könnt ihr gleich mal gucken, nachher gleich, ob wir da eine Tour haben.
Hab ich gesattelt. So. Jo, Leute. Viel Spaß euch noch. Ich bin raus. Jo. Da, Thomas, ich habe Abzüge, ne? 7,8%. Wow. Ja, toll. Na, Gott sei Dank fest mit System nicht. Naja. Das hab ich vermisst mit dir. Gut, gut. Wann hören wir uns wieder, Thomas? Ja. Ich muss mal gucken, wann ich morgen wieder zurück bin. Morgen Abend wieder. Ja. Und dann bin ich auf jeden Fall erstmal im TS drin. Ja. Alles klar. So, jetzt muss ich mal gucken, wo hier die Werkstatt ist. Einfach abschleppen lassen. Echt? Alles klar, Leute. Naja. Jo, ciao, Thomas. Ciao. Ciao, Thomas. Tschüss, Dennis. Auch im Chat sage ich vielen lieben Dank fürs Zuschauen, fürs Mitmachen. Und auch für die ganzen Likes und Abos. Und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.